Grüezi miteinander. Herzlich willkommen hier zu Reinis Nachtgedanken an diesem 1. Mai 2024. Es ist Abend geworden und dieser 1. Mai gilt weltweit als Tag der Arbeit. Und deshalb möchte ich heute keine Abendlese einblenden, sondern ich möchte ein paar Gedanken zur Arbeit generell im Kontext der Bibel versuchen, uns nahezubringen. Wir kennen alle die Sprüche, ich lebe, um zu arbeiten oder ich arbeite, um zu leben. Und jeder darf sich ja mal einordnen, leben wir tatsächlich, um zu arbeiten? Bin ich ein Typ, der den ganzen Tag arbeiten muss, weil er sonst keinen Sinn im Leben findet? Oder bin ich einer, der sagt, ja, ich arbeite, aber letztlich, um dann auch zu leben? Und jetzt ist ja die große Frage, wie hat es Gott bestimmt? Wie steht es in der Bibel? Wie sollen wir unterwegs sein? Wir wissen von früher her, dass Müßiggang eine der Todsünden war, dass das also nicht gerade angepriesen wurde, wenn man sich auf die faule Haut legte und sagte, ja, ich mache jetzt gar nichts mehr. Und wir sehen es heute, dass es eine große Schicht von Menschen gibt, die müssen arbeiten bis zum Umfallen. Und eine doch sehr, sehr geringe, aber sehr, sehr reiche, große Schicht, die können leben, die können sich alles genehmigen. Sie können umherchatten und auf den Meeren mit ihren Yachten kreuzen und natürlich sich die Schönheiten der Welt anschauen. Und da fragen wir uns manchmal, ja, wie ist es denn eigentlich gemeint? Wie soll es sein? Wir spüren, dass diese Ungerechtigkeit natürlich wirklich eine Ungerechtigkeit ist und dass wir am Tag der Arbeit darüber einmal nachdenken sollen. Und jetzt hören wir auch noch, dass natürlich am Tag der Arbeit unterhalb bei uns auch gekrampft wird und in der Schreinerei keine Ruhe ist, sondern dass da selbst weiter geschaffen wird. Also wahrscheinlich zählt dieser Betrieb auch zu jenen, die sagen, wir leben, um zu arbeiten. Wie ist es in der Bibel gemeint? In der Bibel ist es so gemeint, dass wir ja hören, dass Gott selbst einen Tag der Ruhe für sich in Anspruch genommen hat beim Schöpfungsakt. Und ich denke natürlich auch, dass er sehr wohl immer darauf auch hingewiesen hat, wie wichtig es ist, die Nächstenliebe zu üben, wie wichtig es ist, auch für die Familie da zu sein, wie wichtig es ist, in der Liebe zu bleiben und natürlich auch etwas die Sorglosigkeit zu betrachten. Schaut die Lilie auf dem Felde und den Sperling unter dem Himmel. Wir sollen uns eigentlich keine Sorgen um den morgigen Tag machen und ich glaube, dass wir in den heutigen Gesellschaften vollkommen schräg unterwegs sind, dass wir dieses gar nicht mehr vor Augen und vor Ohren haben, dass unser Leben auch noch andere Qualitäten kennen sollte. Nicht unbedingt das übertriebene Reisen oder das übertriebene Leben in der Völlerei, sondern dass wir das Leben in seiner Ganzheit in dieser Schöpfung auch wirklich wahrnehmen können, bewahren und beschützen können und selbst natürlich auch wieder Energie tanken können, damit wir überhaupt leben können. Wir sehen, dass wir heute Raubbau treiben. Die meisten Menschen müssen dies tun, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, um ausreichend zu haben. Und deshalb ist es, glaube ich, an der Zeit, dass wir in unseren Gesellschaften einmal wirklich die Frage stellen, wie lange soll es noch so fortgehen, dass manche wirklich leider leben, um zu arbeiten, und zwar, weil sie es müssen, und andere arbeiten, um zu leben, weil sie es können. Und das sollte man wahrscheinlich mal deftig hinterfragen, ausgleichen und dann auch wirklich den Maßstab für alle setzen, dass wir wieder als Kinder Gottes unterwegs sein können, dass wir uns ganz klar definieren können als ein Geschöpf, das auch seine Freizeiten kennt und selbst auch mal vielleicht an solchen Tagen, an denen wir eigentlich hier und dort mal frei nehmen sollten, diese Freiheit uns zugestehen. Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als von dir allein kann ich recht bewahrt sein. Amen. Ich hoffe, dass Sie den Tag heute ein wenig genießen konnten, dass Sie nicht unbedingt zu denen zählten oder zählen, die arbeiten mussten. Und wenn, dass es Ihnen trotzdem Freude bereitet hat
dass wir aber gemeinsam in der Zukunft mal darüber nachdenken. Und nun wünsche ich uns allen eine gesegnete Nacht. Schlafen Sie gut. Ihr Reini aus den Nachtgedanken. Gute Nacht.